Guten Tag! Leute kommen auf mich zu und fragen, hey Dan, wie kriege ich denn eigentlich mehr Follower bei Snapchat, weil da findet mich ja keiner. Jetzt ein paar Tipps, wie das funktioniert. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Wenn du Videos veröffentlichst, zum Beispiel bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, nimm doch einfach mal deinen Snapcode und bau den am Ende des Videos ein und sag den Leuten, ey, folge mir auch bei Snapchat, dort gibt's auch nochmal geilen Stuff von mir zu sehen. Du kannst natürlich den Snapcode auch während des Videos mal einblenden oder vor dem Video oder in dem Video oder mit dem Video. Du weißt schon, was ich meine. Blende deinen Snapcode ein, auch auf anderen Plattformen. Wenn du E-Mails versendest und eine E-Mail-Signatur hast, pack doch einfach den Snapcode oder deinen Snapchat-Namen mit in diese E-Mail-Signatur rein. Mit Twitter machst du es doch genauso und Facebook und deiner Website. Nimm den Snapcode, pack ihn damit rein und schaffe die Möglichkeit, dass die Leute auch da sehen, ey, der ist auch bei Snapchat, vielleicht folge ich dem da mal. Verbastel deinen Snapcode auch mal in Snapchat-Stories. Wenn du eine richtig geile Story gemacht hast, vielleicht im letzten Snap einfach mal den Snapcode raushauen und den Leuten sagen, hey, pass mal auf, wenn dir die Story gefallen hat, mach einen Screenshot von meinem Snapcode und teile es mit deinen Freunden auf Snapchat, damit die auch diese wahnsinnig coolen Stories sehen können. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal einen Boost geben. Versuche Snaps zu machen, deren Inhalt geteilt wird auf Snapchat. Also du hast ja die Möglichkeit, wenn du eine Snapchat-Story von jemandem anguckst und einen Finger drauf drückst, diese Snapchat-Story oder dieses Snap an andere Leute zu verschicken im Chat. Und wenn du jetzt sowas machst wie einen Snap, wo drauf steht, Gute Nacht, Kuss, mein Lieber, dann hast du die Chance, dass irgendjemand, der diesen Snap sieht und diesen Gute-Nacht-Kuss an irgendeinen Freund oder eine Freundin weiterschicken möchte, den dann auch versendet. Und dann bekommt der Freund ja im Chat diesen Snap angezeigt mit deinem Namen drin. Und dann, wenn er sich denkt, boah, das war aber ein cooler Snap, dann edit er dich vielleicht auch im Nachhinein. Probier doch mal aus, Community-Aktionen oder Gewinnspiele zu machen, in denen du die Leute aufforderst, einen Screenshot von deinem Snap zu machen und dann deinen Namen reinzuschreiben in dieses Snap und das wiederum bei sich in der Story zu teilen. So erreichst du dann auch die Freunde dieser Personen, die vielleicht noch nicht Fan von dir sind, aber sag gleichzeitig, sie sollen dir auch noch eine Privatnachricht schicken mit diesem Snap, was sie veröffentlicht haben, damit du auch die Leute danach anschreiben kannst, weil sie es gemacht haben. Weil meistens wirst du nicht alle Stories angucken von den Menschen, die das dann gemacht haben und kannst halt nicht nachvollziehen, wer mitgemacht hat und wer nicht mitgemacht hat. Und so kannst du das auch kontrollieren. Also versuche die Leute dazu aufzurufen, irgendwie deinen Namen zu verbreiten und das halt im besten Fall im Rahmen einer Gewinnspiel- oder Community-Aktion, sodass die Leute auch einen Anreiz haben, das zu tun. Was auch ziemlich cool ist, ist, seinen Snapcode als Sticker rauszubringen oder auf Visitenkarten drauf zu machen. Wenn du unterwegs bist, ja, dann kannst du diese Sticker verteilen, kannst deine Visitenkarten verteilen. Die Leute wissen immer, okay, pass mal auf, wenn ich das abfotografiere, kann ich die Person noch bei Snapchat adden. Und so hast du auch nochmal die Möglichkeit, Leute ranzuholen. Aber denk dran, wenn du irgendwo stickerst in der Stadt, das ist nicht erlaubt. Und den Tipp hast du dann nicht von mir. Ich rufe niemanden auf zum Stickern draußen. Aber wenn du es machst, kriegst du vielleicht ein paar mehr Follower. Ich zum Beispiel habe ja meinen Snapcode sogar auf so einer Jute-Tasche drauf gedruckt. Und wenn ich in der U-Bahn bin, sehe ich immer heimlich diese ganzen komischen Menschen, wie sie so versuchen, Fotos davon zu machen und mich danach zu adden. Ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Probier alle Tipps und Tricks aus. Sag's, was bei dir funktioniert hat. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, check nochmal das letzte Video. Das nächste kommt nächste Woche Sonntag um 12 Uhr. Und adde mich überall. Einfach Dan, Twitter, Instagram, Snapchat. Du weißt. Ich bin raus. Peace.